Palmström züchtet Äpfel, die so schmecken, als ob sie in Gänsebraten stecken. Da sich solche Wunderfrüchte lohnen, züchtet er auch gleich Maronen, die Zartgänseduft verbreiten. Ein Gericht hat Palmström aber nicht gelernt, und zwar einen Gänsebraten zu bereiten, der nach Gänsebraten schmeckt. Palmström weiß ich im Verzicht zu üben, und es ist der tapfer gelbe Rüben. Ein Gericht, vor dem immer graut, und so kommt er wenigstens zu einer Gänsehaut.